Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 3. So, letzte Folge haben wir noch einen Stufenaufstieg direkt am Ende bekommen und dann wollen wir noch mal eben kurz Punkte verteilen. Ich persönlich habe mich hier für Fitness entschieden und dabei nicht für den Nahkampfschadensbonus, denn als Sniper-Kerl, als jemand, der eher mit den Waffen aus der Entfernung angreift, brauche ich keinen Nahkampfschadensbonus. Das lege ich dann lieber in meinen Gesundheit- und Schildbonus. So, Punkte verteilt. Bei James, da kann ich theoretisch meine Punkte auf alles verteilen, worauf ich Lust habe. Und die Splittergranaten sind zwar ganz praktisch, Brandmunition habe ich meine letzten Punkte erst drauf gepackt. Blutbad, was passiert denn dort? Wirkungsradius oder Schaden? Schwierige Wahl. Ich persönlich setze das Blutbad sehr gerne ein, wenn mehrere Gegner beieinander sind, weswegen ich glaube, ich den Radius ganz gut, ganz gerne habe. Ja doch, warum nicht? Garrus, wie sieht's bei dir aus? Achso, ich könnte gar nichts machen. Okay, alles klar. Dann lassen wir es mal schön bleiben. Und ich muss jetzt dort hoch. Oha. Was ist das denn? S drücken, um das Geschütz zu verlassen? Was zum... Wuhu! Ein Geschütz bedienen. Wie cool ist das denn? Die Waffe geht ja mal mega ab, oder? Was sagt ihr? Ich find's geil. Immer so ganz leicht vorzielen und dann geht das wunderbar. Nachladen? Ja. Pille Palle. Das kennen die Aliens zwar wieder nicht. Oh, die haben richtig schön nachgedacht, wie sie die Kabeleien unter den Leuten richtig unterhaltsam gestalten können. Finde ich cool. Okay, nachladen, schnell, da kommt wieder mehr. Langsam habe ich den Dreh raus. Immer so ganz leicht vorhalten. Ah, Mist, Mist. Sehr gut, sehr gut. Schön wegschießen. Wow! Was ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Achtung! Nee, oder? Der hat einen Turianerkopf. Was ist das? Ein Rohling? Ach du Scheiße, das Ding gefällt mir mal gar nicht. Ja, und ich hau meine Verbrennung drauf. Heilige Scheiße. Ah, verfehlt. Wow! Wow, macht er einen Schaden. Heilige Mutter Teresa Gottes. Schnell, weg hier. Solange ich noch lebe. Den Husk bitte mal weghauen und... Oh Gott. Hilfe. Hat's gereicht? Yes. Gott sei Dank. War's das? Okay, aber was war das? Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Okay. Das lief ja gerade gar nicht so spaßig gerade. Rohlinge. Warum sehen die immer aus wie... Weiß nicht. Warte mal, so sah damals Saren aus, nachdem er tot war. Zumindest natürlich in kleiner, aber trotzdem so ähnlich. Okay, wenn wir keinen Ärger kriegen, dürfte das schnell gehen. Das ist ja meine sehr präzise Ansage, Garrus. Aber ich vertraue mal deinem Urteil. Verdammt! Sehen Sie sich Palavin an. Das Ach du Scheiße. Inferno, das Große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag, 5 am zweiten. Ach du Scheiße. Militär. Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch,
Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Ja, gute Antwort. Und ich meine, wie soll man sich da auf diese Scheißdinger auch vorbereiten? Hier, nimm das, du Arschloch. Ach, ich kann eh nichts ausrichten, ich weiß. Dreht sich das Ding gerade zu mir? Nein, ich bilde mir das nur ein, dann bin ich ja beruhigt. Achso, und dieses Datenpad ist bloß Credits. Ich dachte, man muss das Ding lesen. Entschuldigung, deswegen stand ich die ganze Zeit an einem Ort. Ich dachte, man muss das Ding lesen. Na gut, dann halt weiter. Und armer Garrus. Echt armer Garrus. Kann er nur leid tun. Oh, und ich glaube, wir sind schon gleich da. Mhm. Hä, wo kommt's? Achso, hier muss ich lang, okay. Ja, Garrus zeigt mir auch den Weg für die Leute wie mich, die ein bisschen zu blöd sind. Wo? Hinter uns! Ach du Scheiße! Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ja, für alle. Ein Kampfverbrechen, das kotzt mich an. Aber sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns bedient die Reaper allein. Ja, yep. Und deswegen müssen sich alle in einen Konferenzraum setzen, sich einmal zusammentun und dann aber richtig loslegen. In Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Alright. Gut, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Wow! Scheiße, ey. Knapper, als mir lieb ist. Absolut. Lassen sie auch irgendwen am Leben? Nein, ich glaube, sie lassen niemanden am Leben. Und wow, das ist doch ein Stückchen weit, ne? Also, Garrus, ein bisschen untertrieben also, hast du. Glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Ja. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Oh, du hast mal mit einem Kroganer gekämpft? Ich habe Massen von denen erlegt, mein Freund. Und anscheinend war das jetzt gerade so ein bisschen auch Info für die Leute, die jetzt Mass Effect 3 noch, oder noch keinen Mass Effect Teil hier zuvor gespielt haben und deswegen keine so große Ahnung von der Story haben. Ja, Kroganer sind ziemlich coole Kerle. Aber ich hoffe, Rex lebt noch. Aber mit Sicherheit lebt er noch. Was? Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Alles klar, na dann, los geht's! Das Lager räumen? Wie das denn? Ach, schon wieder diese Dinger. Ach, Kannibalen, die gibt's auch noch. Hey Jungs, alles gut bei euch? Fuck, ich sollte mich mal tarnen. Hab ich sowieso noch nie gemacht. So, mal ein bisschen Entdeckung und... Oh, da ist einer neben mir, gar nicht gut. Umhauen. Jawohl, das geht doch gut. Schon unterwegs. Scheiße, wieder so ein Rohling. Achtung! Direkt hinter ihm! Passt schon, müssen erstmal das Ding loswerden, bitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe vor dem Ding mehr Angst. Von daher alles raufhauen, was ihr habt. Sehr gut. Gut, gibt es hier Munition oder irgendwas anderes, was hier rumliegt? Ich weiß, ich bin ein bisschen sehr, sehr selbstsüchtig, hier erstmal zu plündern. Aber vielleicht kann ich es nachher nicht mehr plündern, wenn der Kampf vorbei ist.
Da hinten, genau, perfekt. Oh nein, nicht schon wieder so ein Scheißding. Scheiße. Eigentlich sollte ich das hin treffen. Ah, der da hinten hat noch Schilde. Okay, rauf da. Genau. Und jetzt nach und nach. Ach du Scheiße, gleich zwei von den Dingern. Wollt ihr mich verarschen? Dieser Marodeur nervt auch ein wenig. Aber nicht halb so doll wie die. Yes, einer weniger. Hatten? Wir haben noch einen brutalen Kampf. Ich bitte dich. Immer drauf und bam. Und schon schafft man so einen Kampf, hä? So, ich glaube, wir helfen euch ganz gut, oder? Würde ich mal behaupten. Reaper Blackstar? Was war das? Eine Info anscheinend. Vielleicht gibt es einen Reaper namens Blackstar und jetzt wissen wir was über den. Weiß der Teufel. Medikit. Verdammt, was, wie groß... Ey, ich will das aufnehmen, mehr nicht. Jungs, seid ihr eigentlich noch bei mir? Ich sehe gar nichts mehr von euch. Aber ich sehe auch gar keine Gegner mehr. Nicht blöd? Ah! Ach so, das war eine schwere Waffe. Oh. Das war also die Blackstar. Ach so. Ups, das habe ich gar nicht geschnallt dabei. Na, Victus, noch alles gut? Ah, sieht gut aus. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was sie hierher führt. Bakarian, wo sind sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht sie woanders, General. Ich bring sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine Torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Hey, hier bin ich anders, aber wer soll es sonst machen? Es ist von entscheidender Bedeutung. Ich brauche Sie in Bestform. Machen Sie es oder nicht? Achten Sie auf Ihren Ton, Commander. Sie kennen die Reaper genau. Sie sind sogar überqualifiziert. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Gott sei Dank. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Tja, wenn ich es nicht gewinnen kann, wer dann? Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer.
Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Was? Morgana. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Krogana. Das kann ja witzig werden. Jetzt sollen wir noch die Krogana auf unsere Seite bringen? Na, das wird ja ein Spaß. Meine Offenheit, aber ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden sie mit diesem Gipfel ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Was? Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Diese arroganten Penner. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, schön. So eine verdammte Scheiße. Wir mögen die Krogana nicht seit Jahren und wir haben keinen Bock, über unseren Schatten zu springen. Eingebildete Drecks, miese Kackdinger. Ah. Aber na gut. Ja, Hackett, was gibt's? Was gibt's? Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Krogana dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wie sieht's aus? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Ja, ging ziemlich fix. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Und es geht leider erst los. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Ja, das macht wohl Sinn. Das ist ein Vorteil, aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Tja, was bleibt uns auch sonst übrig, ne? Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und Sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Ich gebe mein Bestes, versprochen. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. Ja, die hatten aber nicht irgendwie eine außerirdische Rasse, die das ganze Leben auslöschen will, ne? Das ist nun keine Entschuldigung. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Jo, mach ich. Puh. Also wir können immer mit Hackett reden, wenn wir Bock haben. Gibt's hier irgendwie was Neues? Nein, leider gar nichts. Warte mal. Ach, ist das hier... Victus? Ja, Tatsache. Der steht jetzt also auch hier. Interessant.
Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf, bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Ja. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ja, wie kannst du uns helfen? Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Okay. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber ihr Volk stirbt, wenn sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Das hat er aber sehr schön formuliert, muss ich sagen. Okay, auf Pelevin sieht es denn derzeit aus ohne die Kroganer? Bestimmt beschissen, oder? Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Ja, doofer Zufall, ne? Aber naja. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Dankeschön, Primarch. Gut, hier können wir so erstmal nichts mehr ändern. Und da bin ich ja schon mal zufrieden, dass überhaupt jemand da ist. Wow. Commander, Didi ist offline. Was zum... Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Was? Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Okay. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Scheiße. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Wehe, dass der Unbekannte irgendwie noch auf Edi zugreifen kann. Nimm mir bloß nicht die geilste KI aller Zeiten weg. Schnell. Ich will wissen, was hier los ist. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Nein, da lag doch die Leiche drin. Erinnert ihr euch? Ich kläre das. Dieses seltsame Vieh war da noch drin. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Hä? Huh? Was zum... Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Holprig? Ja, aber nicht übel. Hat ja geklappt. Krass, dass sowas geht. Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Zeitbeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Ach, verrückt. Willst du mir jetzt sagen, ich könnte Edi mit in Mission nehmen? Ich sag's Ihnen bei Bedarf.
Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin ich kann bestimmt... Einig. Ja, Joker wird es auch sehen wollen, definitiv. Da bin ich mir auch mal ganz, ganz sicher. Edie, crazy. Edie ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi ein Gruppenmitglied. Kann Bodenunterstützung leisten. Verrückt. Und ich tippe mal, dass Garrus irgendwo dort hinten steckt. Aber so oder so, wir haben erstmal ein paar andere Dinge zu tun. Nämlich leider erstmal wieder ein bisschen Abschied nehmen. Aber es geht beim nächsten Mal natürlich wieder weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Mass Effect 3. Mein Name ist Alex. Bis dann.